Er war einmal einer der mächtigsten Männer der CDU, Stefan Mappus, ehemals Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Jetzt werden ihm schwere Vorwürfe gemacht, Verfassungsbruch und milliardenschwere Fehler beim Kauf der NBW. Dirk Notheis, langjähriger Freund von Mappus, war einmal Deutschlandchef der Investmentbank Morgan Stanley. Der Spitzenbanker hatte den Deal eingefädelt. Bei der Befragung vor dem Untersuchungsausschuss Erinnerungslücken. Ich weiß es nicht. Kann ich mich nicht entsinnen. Kann es Ihnen wirklich nicht mehr sagen. Okay. Doch die Lücken lassen sich jetzt schließen. Mittlerweile hat der Ausschuss interne E-Mails von Dirk Notheis zutage gefördert. Hunderte. Es wird aus diesen Mails sehr deutlich, teilweise ja bis hin in das Diktat der Worte, dass Dirk Notheis, der ehemalige Deutschlandchef von Morgan Stanley, quasi das gesamte Geschehen unter seiner Kontrolle hatte und auch einen Ministerpräsidenten an seinen Fäden tanzen ließ. Rückblick. Vor anderthalb Jahren steht Ministerpräsident Mappus vor Landtagswahlen, will gewinnen. Sein Trumpf? Er will den Energieversorger NBW wieder in die Hand des Landes bringen, die Anteile des französischen Staatskonzerns EDF zurückkaufen. Der Investmentbanker Dirk Notheis hilft da gerne. Am 22. November 2010 schreibt er 4 lange Seiten an Stefan Mappus. Es sind detaillierte Anweisungen eines Bankers an seinen Ministerpräsidenten für ein Milliardengeschäft. Mit wem muss gesprochen werden und wann? Die Antwort gibt der Banker selbst. Die FDP müsse unbedingt an Bord sein, so ein Deal sei nicht ganz einfach für Liberale. Gemeint FDP-Wirtschaftsminister Pfister. Die Lösung? Gegebenenfalls einen Aufsichtsratsposten in Aussicht stellen. Notheis liefert sogar eine Sprechvorlage, wie das Ganze öffentlich zu verkaufen sei. Mappus soll sagen: Den Deal hätte auch die schwäbische Hausfrau gemacht. Und genau so kam's. Regierungserklärung am 15. Dezember 2010. Die viel zitierte schwäbische Hausfrau wäre, meine Damen und Herren, damit hochzufrieden. Der Banker Dirk Notheis gibt hier dem Ministerpräsidenten quasi Anweisungen, indem er auch Formulierungen hat, wie du sollst, du musst. So kann man das nicht machen. Aber hier lässt man sich das gefallen und hält sich sklavisch dran. Das kann man erklären aus der kumpelhaften Beziehung von Dirk Notheis und Stefan Mappus. Aber das verträgt sich nicht mit demokratischer Politik. Notheis und Mappus kennen sich lange und gut. Aus gemeinsamen Zeiten im Vorstand der Jungen Union. Stefan Wolf war Ende der 90er auch dabei. Er erinnert sich, wer schon damals das Sagen hatte. Es gab Mitglieder im Landesvorstand, die, sag ich mal, eher untergeordnet waren. Und da war zur damaligen Zeit, würde ich sagen, der Stefan Mappus dabei. Also der Dirk war schon der führende Kopf. Heute ist Stefan Wolf ein erfolgreicher Manager. Wir legen ihm die Mails von Dirk Notheis vor. Der Unternehmer kann nur staunen, wie dreist der Deal ablief. Ich habe es ehrlich gesagt in unseren Transaktionen noch nie erlebt, dass mir jemand die Dinge so vorgekaut hat und so klar vorgegeben hat. Und ich würde es im Übrigen auch nicht zulassen. Mappus hat es zugelassen. Hinter den Kulissen lässt er seinen Freund, den Banker, agieren. Im November 2010 macht sich die EDF Sorgen. Der Landtag könnte den Milliardendeal ablehnen. Notheis beruhigt die Franzosen. In der 50-jährigen Geschichte von Baden-Württemberg gab es keine Entscheidung der Regierung, die nicht vom Parlament verabschiedet wurde. Die parlamentarische Zustimmung ist reine Formalie. Am Ende schaltet Mappus den Landtag ganz aus, umgeht das Parlament. Das war verfassungswidrig, urteilte inzwischen der Staatsgerichtshof. Dirk Notheis will selbst die Kanzlerin für seine Geschäfte einspannen. Falls die Franzosen nicht verkaufen wollen, soll Angela Merkel ein Treffen mit Sarkozy organisieren. Der Banker in einer Mail an seinen Ministerpräsidenten Mappus. Du fragst Mutti, ob sie dir das arrangieren kann. Und Banker Notheis ist sich sicher. Mutti wird schon spuren, wenn Mappus sie braucht. Und so droht Notheis Richtung EDF. Unterschätzt nicht die Macht dieses Mannes. Er kontrolliert 30% der CDU-Parteitagsdelegierten und kann mit seinen Truppen Angela Merkel töten.
Also wir sind selber natürlich auch über Stil und Inhalt der Mails erschrocken. Das muss man klar sagen. Und man muss auch klar sagen, es ist nicht das Politik- und nicht das Demokratieverständnis der CDU, das sich dort widerspiegelt. Damals hat Schwarz-Gelb kritiklos abgenickt. Das ist der Union heute zwar peinlich, doch eigene Fehler will die Führung nicht eingestehen. Dass der Finanzminister spät informiert wurde, dass die öffentliche Verwaltung nicht informiert wurde, all dieses wurde ja erst bekannt, als wir im Untersuchungsausschuss entsprechende Zeugen einvernommen haben. Das war die Erkenntnis von später. Hinterher kann man sagen, ist man immer klüger. Den Schaden hat jetzt das Land. Denn hart verhandelt wurde mit der EDF offenbar nicht. Im Oktober 2010 ist noch von 37 Euro pro Aktie die Rede. Doch EDF-Chef Henri Proliot will mehr und hat beste Kontakte, um das durchzusetzen. Sein Zwillingsbruder René ist in Frankreich Chef bei Morgan Stanley. In Deutschland ist das Notheiß und der schreibt am 25. November an seinen französischen Kollegen: Ursprünglich war von 37 Euro die Rede, aber ich gehe davon aus, dass mein Freund das auch für einen höheren Preis machen würde. Am Ende kann sich EDF über mehr als 40 Euro pro Aktie freuen. Insgesamt 4,7 Milliarden. Viel mehr als die NBW-Anteile wert sind. Und für diesen Deal stellte Morgan Stanley dem Land eine millionenschwere Rechnung. Dirk Notheiß und Stefan Mappus sind weiter Freunde. Mit Frontal 21 wollten sie nicht sprechen. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Wir hätten es als Politikwissenschaftler auch gar nicht für möglich gehalten, dass eben ein Banker einen Ministerpräsidenten wie eine Marionette führt.